Wir befinden uns heute im Festspielhaus Bregenz, wo der Zumtobel Group Award verliehen wird, 2010. Wie sehen nun die glücklichen Gewinner aus? Ja, die glücklichen Gewinner sind hoffentlich und ich glaube auch sehr glücklich, dass sie mit dem Preis ausgezeichnet worden sind. Und was für uns eigentlich interessant ist, ist, dass wir dieses Jahr jüngere Architekten haben von jüngeren Büros, die auch mit ihren sehr kreativen und sehr unkonventionellen Ideen eigentlich einen sehr guten Impuls auch in diese Diskussion gebracht haben, wie müssen sich Gebäude, wie müssen sich Städte für die Zukunft weiterentwickeln, damit es lebenswertere Städte der Zukunft gibt. Es gibt nun zwei Gewinner. Woher stammen sie und wie sehen ganz kurz die Projekte aus? Also wir haben zwei Gewinner, die sind sozusagen Gewinner zugeordnet zu zwei Kategorien. Für das die Kategorie, die fertig gebaute Projekte auszeichnet, kommen die Gewinner aus Sao Paulo. Es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es einen organischen Beton hat, eine Betonwand, aus der Pflanzen emporwachsen können. Die werden regelmäßig bewässert. Dadurch wird das Gebäude gekühlt und es hat halt eine verbesserte Temperatur. Die zweite Kategorie, die wir haben, das sind Forschungs- und Rechercheprojekte. Hier zeichnen wir aus eine Gruppe von jungen Designern und Architekten aus New York. Und die haben sich nicht um ein kleines Gebäude gekümmert, sondern haben in einer sehr großen Perspektive gedacht, was zeichnet die Stadt der Zukunft aus, und haben angefangen von Transportsystemen, von Recycling-Systemen, von Gebäudestrukturen, wohin gehen die Menschen, sozusagen eine sehr ganzheitliche Stadtentwicklung gemacht. Der Preis ist dotiert auf 140.000 Euro. Wird das nun aufgeteilt unter den Preisträgern? Ja, also da gibt es eine klare Zuteilung, wie dieses Geld aufgeteilt ist. In dieser Kategorie gebaute Umwelt, also wo es um ein fertiges Projekt geht, beträgt das Preisgeld 80.000 Euro, also etwas höher dotiert, weil auch die Jury der Auffassung war, es ist einfach eine größere Leistung, ein Projekt dann auch komplett zu realisieren und abzuschließen. Und in der Kategorie Forschung und Initiative ist das Preisgeld 60.000 Euro. Wie setzt sich die Jury zusammen? Woher kommen die einzelnen Jurymitglieder? Ja, Sie haben recht, es ist eine internationale Jury, die vor allem besteht aus verschiedensten Architekten, aus Deutschland, aus Mexico City, aus Peking. Es gab in der früheren Jury jemanden aus Japan, einen Architekt, der lehrt auch in London, also damit sehr international. Wir haben aber auch die Direktorin dabei gehabt von UN Habitat aus Nairobi, aus Afrika, die sehr viel Wert eben auch auf die sozialen Aspekte, auf die Bedürfnisse von afrikanischen Bevölkerungen gelegt hat. Und es ist natürlich auch ein Vertreter der Firma Zumtobel mit in der Jury gewesen.